Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. So, hallo zusammen, Sascha hier vom Trailrunning Podcast. Heute sind wir wieder bei den Trailtypen und mir gegenüber sitzt ein weiterer Trailtyp. Hallo Markus. Hallo. Stell dich mal vor für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, wer vor mir sitzt. Ja, ich bin der Markus Meinke, ich komme aus Köln, bin 44 Jahre alt. Ja, und bin Trailrunner. Oder ich glaube es zumindest. Du glaubst es zumindest, ja. Ich glaube schon. Wenn du sagst, du bist Trailrunner, dann bist du hier genau richtig, würde ich sagen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, seit wann läufst du? Wie hat? Ja, ich laufe ungefähr seit 4-5 Jahren. Mhm. So richtig seit 3-4 Jahren. Du hast ja auch selbst schon angesprochen, in der DUF tauche ich so ab 2017 auf. Das war auch das Jahr, wo es dann mehr oder weniger anfing zu eskalieren, also wo ich dann wirklich viel gelaufen bin und dann sportlich, es wurde dann halt ambitionierter irgendwann. Mhm. Und anfangs bin ich einfach nur für mich gelaufen, muss ich sagen. Also ich bin zum Laufen gekommen vor genau 4-5 Jahren durch eine längere Krankheit. Ich musste auch gar nicht näher drauf eingehen. Also das war halt natürlich klar seelisch bedingt und es hat mir sehr viel gebracht. Und ich habe einfach gemerkt, es hat einfach super viel gebracht und es wurde dann irgendwann nicht mehr, wie soll ich es ausdrücken, es wurde dann alles, was sportlicher oder ambitionierter und dieser Krankheitsaspekt, der war dann nachher ad acta, sag ich mal. Mhm. Aber eben nach wie vor ist das immer noch mehr als nur ein Wettbewerb für mich, das ist ein ganz großer Stellenwert für mich, halt Trailrunning halt. In der Natur zu sein, draußen zu sein einfach und nicht nur diese Wettbewerbe halt. Mhm. Und du läufst, man kann wahrscheinlich schlecht sagen, nur auf dem Trail, weil das gibt es ja im Prinzip nicht, ne? Klar. Ich laufe auf ein paar Asphaltdinger, wie man ja gesehen hat, manche mehr oder weniger gut, aber eigentlich sehe ich mich schon mehr auf den Trails zu Hause halt. Und da wahrscheinlich eher die langen Dinger, ne? Wenn dich die DOV kennt und also bei mir ist das ja ähnlich, ne? Ich laufe ja auch bei weitem nicht so schnell wie du. Aber draußen und einfach um draußen zu sein, ne? Um den Kopf frei zu bekommen. Genau. Ja. Meine Trainings Trails sind so Siebengebirge halt und auch die Warner Heide, weil ich da halt auch direkt in der Ecke wohne. Ist ganz nett und ja, das sind so meine Ecken, wo ich mich rumtreibe dann, ne? Ja, das sind bekannte Ecken, kenne ich auch. Siebengebirge oder mal flach halt, habe ich halt auch noch den Rhein, ne? Ja, das bietet sich echt an, ja. Ja, weißt du, warum du hier bist? Ja, der Schuft, mich hat da jemand so, der Marc, der kleine. Genau. Hallo. Hallo. Hallo erstmal, Marc. Jetzt sitze ich hier wegen dir, du kleine Ratte. Nein, alles gut. Genau, der Marc hat sich geehrt. Hat sich auf meine wiederholten Aufrufe hat sich gemeldet. Ich wüsste da einen, der müsste unbedingt zu dir kommen. Der hat ein bisschen was zu erzählen. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Ich habe mir mal so ein, zwei Sachen rausgeschrieben. Ne? Logischerweise kann ich mir nur Sachen rausschreiben, die nach 2017 sind oder 2017, weil für Unterstreckenläufer hört sich blöd an. Ne? Gibt es kein offizielles Verzeichnis. Mhm. Seit 2017 kennt dich die DUV, das ist Deutsche Ultraläufervereinigung, für die du auch, glaube ich, läufst, ne? Für die LG Ultralauf habe ich gesehen. Genau, für die LG Ultralauf. Und wenn ich mal da durchscrolle, dann sieht man ganz schöne Sprünge seit 2017, also Temposprünge, ne? Also dein Training hat funktioniert. Trainierst du mit Trainer? Ist da irgendwas? Oder? Ja, also ich war bis Ende 2018, ich glaube Anfang 2019 ohne Trainer und also Anfang 2019 bin ich dann über einen Laufkumpel, über den Lars, der jetzt mittlerweile selber beim Michael Arendt ist, halt beim Michael Arendt Training, beim Stefan Helbicht
Ja, da bin ich unter seine Fittiche und das denke, so mittlerweile klappt es ganz gut. Anfangs war es noch nicht so, aber das lag an mir, weil ich da ja irgendwie immer so mein eigenes Ding gemacht habe und gedacht habe, viel hilft viel und da so immer noch den kleinen Wolf da gespielt haben. Aber irgendwann kamen dann auch so kleine Wehwehchen dazu und ja, und das Vertrauen kam dann auch irgendwann über viele Gespräche und mittlerweile vertraue ich dem Stefan da blind und jetzt läuft das ganz gut. Ist ja auch immer eine gute Funktion eines Trainers, dass er einen bremst, ne? Ja, das genau. Ist, genau. Wahrscheinlich das ist, die wichtigere ich, Funktion. Genau, das ist, glaube ich, bei mir auch ganz wichtig. Ja, ja, das ist, wenn man doch Spaß am Laufen gefunden hat, dann ja, will man das natürlich auch immer machen, ne? Ja, ja. Ja. Wenn man sich hier, wenn man sich durch die Liste guckt, da sieht man viele, ja, viele Klassiker, ne, die auch hier so in der Gegend sind. Also auch vieles, was ich auch zum Beispiel schon gelaufen bin. Mhm. Klar, der Klassiker Rottgau, ne, den läuft man, glaube ich, immer, wenn man meint, man möchte Ultras laufen, dann ist das Erste, was man im Januar macht, ist unten drehen in Frankfurt, Rottgau. Und da warst du ganz gut dabei. Ein bisschen unbekannter ist der Panoramalauf um die Burg Aare. Mhm. Da bin ich mal ganz böse, bin ich da mal gestorben. Ja. Auf der 52 Kilometer Distanz, da war es sehr warm und ich hatte nichts zu trinken dabei. Ja, ja. Da hast du bessere Erfahrungen gemacht, ne? Ja, wohl dies, oder letztes Jahr war es bei mir auch da etwas, es war auch warm und ich war da einfach noch kaputt vom von den Sommerläufen, vom zum einen der Western States und dann der Eiger und das war einfach dann eher zu viel. Ich war eigentlich, hätte ich da gar nicht laufen dürfen, aber es war auch sicherlich da auch die Hitze noch. Und ja, aber da geht es ja auch gut durch die Weinberge. Ne? Genau, ja, genau. Aber ein sehr schöner Lauf, also auch da vom Eule, der das da macht. Echt ein Top-Ding. Das stimmt wohl. Hat mir auch einmal Spaß gemacht, nachdem ich dann endlich im Ziel war. Das ist ganz gut. Ja, du hast es gerade eben schon angeteasert. Das sollte auch so, ich denke, das wird so das Gesprächsziel sein der Western States. aber den läuft man ja nicht so einfach so aus der hohlen Hand. Ne? Wie kamst du dazu, dich dafür, ja, man muss sich ja erstmal qualifizieren, ne? Man muss sich in die Lotterie bringen, um ausgelost zu werden. No. War das schon immer so irgendwie ein Ziel, seitdem du längere Sachen läufst? Na, eigentlich, ich hatte es immer so, klar, ich habe davon geträumt und eigentlich mein Ziel war immer, irgendwann mal den UTMB zu laufen. Der ist natürlich so von der, also vom Lauf an sich her was ganz anderes, viel kommerzieller und der Western States ist halt wirklich so ein kleines Schätzchen irgendwie und also das war eigentlich Zufall. Ein Kumpel von mir sagte, du bist ja den Eiger gelaufen, das ist ja ein Quali-Lauf auch für den Western States und er sagte, ja, bewirb dich doch einfach mal. Ja, dann dachte ich so, Amerika, und das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm und ich habe mich dann einfach beworben und hab's dann auch irgendwie, dann kam der Dezember halt, wo dann immer die Live-Auslosung ist und hab gar nicht mehr dran gedacht und der und kurz, wir waren laufen, das weiß ich noch an dem Tag und dann sagte er, schau da einfach mal rein. Mhm. Ja, hab ich gesagt, ach Quatsch, 1% Chance, ne? Ich habe dann reingeschaut und just in dem Moment kam dann halt mein Name und zeitgleich natürlich dann auch dann schon SMS oder bei WhatsApp dann wurde es gezogen und dann und dann 2 Sekunden später hatte ich dann wirklich dann so knallrote Ohren und habe das dann so langsam realisiert. Beim ersten dann Versuch bist du ausgelost worden. Genau, ich bin beim ersten Versuch ausgelost worden. Die Chance, glaube ich, 1,2% oder so. Ja. Und ja, dann musste ich mich damit dann halt befassen und dann ging das eigentlich los und dann das vor allen Dingen ja mit dem Losgehen, ich fing dann an auch dann einen Fehler zu machen, ich war dann so übermotiviert, sag ich mal, und hab dann direkt schon Anfang Januar Kilometer abgerissen wie so ein Bekloppter und nach Rottgau kam dann die Quittung und ich hatte dann halt meinen Ermüdungsbruch und war dann erstmal geknickt. Ich dachte aber erst, es wäre
eine Knochenhautentzündung, habe noch gerollt und habe mich gewundert, warum es nicht besser wurde, bis ich dann dann irgendwann mal die Diagnose hatte. Ich hatte dann aber Glück gehabt und im März, März, April, glaube ich, konnte ich schon wieder ganz gut trainieren. Mhm. Und dann, da war auch dann der Zeitpunkt, wo ich halt bei Michael Arntree, beim Stefan, dann trainiert habe und dann auch ein bisschen mehr auf den Trainer gehört habe. Sonst wäre das mit dem Juni mit dem Western States, glaube ich, nichts geworden. Ne? Nein, es war dann ganz gut und dann konnte es dann halt losgehen irgendwann. Sag nochmal kurz für die, die den Western States nicht kennen, um was es sich da handelt. Die meisten werden es kennen, aber... Der Western States ist halt ein, ja, oder einer der ältesten oder mit der älteste Ultramarathon in Amerika, in Kalifornien, am Lake Tahoe, beginnend. Der Anfang ist dadurch bedingt halt auch bergig, halt so alpenmäßig wie bei uns und geht dann nachher, also bis zum Ziel nach Auburn, also ein 100-Meiler ist es halt, 161 Kilometer. Da wird es dann halt wärmer, weil du läufst dann ja in die Canyons rein, es wird flacher. Man hat halt so verschiedene, man hat halt erst am Anfang die Kälte und die Berge und nachher wird das halt so ein steppiger, ja, Ultralauf halt dann, ne? Ja. Und was die Besonderheit ist, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Genau, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke von Squaw Valley halt am Lake Tahoe nach Auburn. Ja. Gut. Ja. Ich glaube, die Geschichte ist wie bei vielen 100 Meilern ist das. War früher mal, glaube ich, ein Pferderennen. Genau, irgendwie so ein Pferdetrack-Orientierungs-Wettbewerbsdingens. Und die Legende sagt, glaube ich, dass der Gründer oder der, sag ich mal, Erfinder dieses Laufes dann irgendwann absteigen musste, weil sein Pferd nicht mehr konnte oder irgendwie so. Irgendwie so war das, ne? Ja. Also in Amerika hat alles irgendwie einen Mythos. Ja. So das Gefühl. Ja. Aber es ist echt ein ikonischer Lauf. Also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Ultralaufen beschäftigt, wird über früher oder später, wenn er an die 100 Meilen denkt, an den Western States geraten da drüben. Ja, also ich wollte auch sofort wieder hin. Ich hatte mich dieses Jahr auch wieder beworben. Diesmal wurde es leider nichts. Ist auch okay, aber irgendwann, also ich werde immer wieder versuchen. Ja. Ich möchte da gerne nochmal hin, ob ich jetzt dann nochmal die Zeit dann verbessern kann oder nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Klar versuche ich das, aber es war einfach traumhaft da drüben. Ne? Auch die Trails, die Leute. Ich finde auch gerade in Kalifornien, die Leute sind da auch, diese Oberfläche, was man immer den Amis unterstellt, ist in Kalifornien, oder kam es mir vor, gerade da im Lake Tahoe, nicht gespielt. Ne? Und vielleicht liegt es da auch an der Running Community, aber die Leute sind da wirklich so wie ein Empfang, das meinen die auch. Und ja, es hat schon echt super Spaß gemacht. Auch die Trails vorher, wir sind halt im Lake Tahoe viel gelaufen. Ist einfach ein Traum. Ne? Wie viel Zeit zum Akklimatisieren hast du dir da gegeben davor? Also wir waren ungefähr so knapp 9 Tage vorher da. Das hat auch eigentlich gereicht. Also ja, da ist da was, eine nennenswerte Höhe ist da irgendwie, dass man da auf Höhentraining machen müsste, oder? Nein, nicht unbedingt. Also das ist so ungefähr wie bei uns. Der Squaw Valley liegt, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube so auf 1200, 1300 Meter Höhe und der erste Berg dann, wo man dann halt quasi direkt hochläuft, das sind, glaube ich, oben auch so um die 2 noch was und man läuft ja dann quasi, das Besondere ist halt auch noch im Essence, dass man läuft mehr bergab dann halt auch. Ne? Es kommen dann immer wieder Gegenanstiege, aber man läuft dann hinten raus, wird es dann halt immer flacher halt. Ja. Wie unterscheiden sich die Trails zu unseren, zum Siebengebirge, dem, was du trainieren kannst? Ich fand eigentlich, konnte man, also es ist ja von der Technik, von dem technischen Schwierigkeitsgrad ist der Western nicht zu vergleichen, finde ich jetzt mit dem Eiger, UTMB, Großglockner, solche Geschichten halt. Also der ist halt nicht ganz so technisch, obwohl er am Anfang auch nicht zu unterschätzen ist. Aber das ist, da fehlen einfach diese ganz langen Anstiege, die wir kennen von den Alpenläufen. Der Wechsel ist da das Entscheidende, denke ich mal, was das da schwierig macht. Ich hatte es letztes Jahr, aber
Gott sei Dank vom Wetter her etwas humaner. Mhm. Normalerweise ist ja in den Canyons teilweise bis zu 40 Grad und das war letztes Jahr also wirklich okay. Ne? Also es waren da glaube ich maximal, ich weiß gar nicht, knapp 30 höchstens oder irgendwas. Also das war wirklich vom Wetter ein humaner Westens, sag ich mal. Ne? Immer noch warm genug. Aber immer noch warm genug. Die Trainingsmöglichkeiten fand ich, die sind einfach da. Das war schon okay. Also meinst du, kann man sich gut hier auf der Messe selbst vorbereiten? Ja, das passt. Doch, das passt schon. Das ist schön. Wie trainiert man auf einen 100-Meiler, auf die langen Dinger? Hast du da irgendwie von deinem Trainer so die typischen, man kennt ja so diese Back-to-Back-Einheiten, die man laufen muss? Ja, aber das Problem war halt wie bei mir, ich hatte gar nicht so viel Zeit durch diese Verletzung und wir haben das dann alles so, es hätte besser sein können und wir mussten dann da so einen Schnellkurs machen, sag ich mal. Also ich hatte ja Gott sei Dank immer viel gelaufen, was dann eigentlich nicht so gut war, aber ich hatte halt dann noch genug Kilometer in den Beinen und wir haben dann da so einen Crashkurs gemacht. Also das nochmal wird das dann wahrscheinlich anders vonstatten gehen, aber wir haben halt dann gar nicht mehr viel mit Tempo-Einheiten gemacht, weil die Gefahr zu groß war, dass die Verletzung ja wieder aufbricht bei mir und haben dann schon Bergeinheiten gemacht und das Übliche halt auch die lange Läufe hatten wir. Ich weiß gar nicht. Ja, also die ein oder anderen langen Läufe hatten wir natürlich auch dabei, aber wir haben da nichts groß spezifisch mehr gemacht, weil die Zeit war einfach gar nicht mehr da. Ne? Wie viel Vorbereitung hattest du denn im Endeffekt? Besonders? Das war so nach deiner Verletzung. Zwei Monate ungefähr. Zweieinhalb Monate. Dazwischen bin ich noch den Rennsteig gelaufen. Das war so die Generalprobe. Das lief eigentlich ganz gut. Und ja, dann kam auch schon der Western States. Rennsteig, Supermarathon, kenne ich auch. Bist du gelaufen dieses Jahr in knapp 6 Stunden? Stunden eins irgendwas, ne? Genau. Wir wollten unter 6 bleiben. Das hat nicht so ganz... So sieht die Zeit auch aus. Ja. Ja, es war Drama. Nein, alles gut. Also dann wieder zu schnell losgelaufen und dann... Ja, das ist die Zeit, die man am Anfang zu schnell ist, verliert man hinten raus meistens. Das kenne ich auch. Vielleicht dieses Jahr mal schauen. Ja. Dann bist du angekommen in den USA. Ja. Beschreib mal so ein bisschen die Unterschiede zu unserer Laufszene oder zu unseren Wettkämpfen oder der Expo, wie man dann immer so schön sagt, und dem, was du da drüben gefunden hast. Puh. Ich weiß gar nicht mehr so die Unterschiede. Das meiste, das sieht man ja auch so in den Magazinen. Die Amis laufen halt viel in diesen Trinkflaschen. Ne? Mhm. Also es macht da beim Western States halt aber auch Sinn, weil, wie gesagt, es ist halt technisch nicht so anspruchsvoll, sag ich mal, wie ein Großglockner oder Eiger, wo du halt dann auch noch diverse Sachen mitzuführen hast an Pflichtmaterial. Das ist halt da in Amerika sehr groß vertreten, also diese Trinkflaschen. Ja. Ne? Also Handheld. Pflichtausrüstung kennen die ja auch so gar nicht. Ja, ne? Irgendwie, also. Ich glaube auch nicht. Ne? Die haben nur diese die Fläschchen immer mit und diese, wie nennen die sich hier die? Diese Waistbelts. Diese Naked. Ja. Ja. Ich kenne die Diskussion noch von Josh von Orange Mud am Anfang, als sie nach Deutschland gekommen sind, wo ich gesagt habe, wir brauchen an den Packs, brauchen wir so eine Sicherheitspfeife. Ne? Weil die muss überall mitführen. Ja. Sagt er, wozu das denn? Ne? Ja. Ich sage, ist halt Pflichtausrüstung, müssen wir haben, wenn wir in Europa laufen. Ja, so ein Quatsch gibt es bei uns nicht. Ne? Ich sage, wir müssen Bärspray mitnehmen, aber das haben wir dabei, aber keine Sicherheitspfeife. Ja, das sehen die da alles sehr locker. Also das hat mich auch gewundert, weil, genau, wo das anspricht mit den Bären, also da hatte ich auch so ein bisschen, da irgendwie teilweise auch die vorne, die Pros, die hatten irgendwie fast gar nichts mit. Mhm. Ne? Also gut, die sind aber auch so schnell unterwegs, die brauchen im Prinzip zwischen den VPs nichts, ne? Ja. Ja. Wie viele Verpflegungspunkte gibt's da unterwegs? Wie ist da ungefähr so? Das ist ungefähr, also das kommt so, das ist ähnlich wie bei uns halt. Ich glaube, es waren, glaube ich,
auf den 100 Meilen, glaube ich, 12, 13 OPs. Mhm. Ja. Ja, das ist ein guter Abstand, so 10, ja. 12 Kilometer. Ja, genau. So ungefähr was, ja. Teilweise manchmal halt 15, je nachdem, ja. Wie abgelegen es da war, aber das war okay. Und ja. die VPs waren auch wirklich ein Traum. Also die waren dann schon etwas anders. Gab es dann, ich glaube, an einem gab es, glaube ich, Burritos oder sowas. Dann riecht es dann teilweise da auch sehr komisch. Also wir sind ja dann in Kalifornien und ja. Da kamen so leichte Cannabis-Düfte schon rüber. Und das war schon sehr, war echt lustig. Also ja. Also ist ein bisschen anders, ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, Verpflegungspunkte. Hattest du, also man sieht in den Dokus, sieht man immer die großen Crew-Zelte, ja. Und irgendwas. Warst du da alleine drüben? Nein, also meine Frau war mit dabei und ein Laufkumpel auch mit seiner Frau. Mhm. Die haben dann auch meine Crew gestellt und haben mich an zwei Punkten dann auch verpflegt. Und an dem einen Punkt kam halt der Bernd, halt mein Pacer, dann noch dazu. Ja. Das hinten raus macht es auch Sinn, also wenn man beim Western State seinen Pace einsetzt, ich würde ihn halt immer halt bei diesem River Crossing Chucky Rucky reinsetzen, weil in den meisten Fällen man da dann auch in die Dunkelheit läuft. Also ich bin zumindest dann auch dann in die Dunkelheit gelaufen und dann macht es schon Sinn, und da den Pacer dann am Feuer, je nachdem wie man sich fühlt, braucht man ihn dann nicht unbedingt, ne. Ist ja einer der großen Unterschiede eigentlich, ne, zu den, zu den 100 Meilern in den USA und zu uns. Wir laufen eigentlich immer irgendwie alleine. Genau. Und in den USA hast du ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland, ich glaube, ein Kollege hatte mal nachgeguckt, ich glaube, es gibt in Europa irgendwo einen, aber ich wüsste jetzt auch so auf Anhieb keinen Lauf, wo Pacer erlaubt sind. Irgendwie. Ja. Ich habe irgendwie mal vom Taubertal 100 gelesen. Das kann sein, da darfst du eine Fahrradbegleitung haben, die muss aber irgendwie 5 oder 6 Meter vor dir sein. Weil ich glaube, Tour de Ruhr. Ja, okay, da stimmt, das ist All About the Crew. Da hast du, genau, das stimmt auch. Ja. Dann sind wir da schon bei 2, wobei ich das bei dem Taubertal nicht so ganz kapiere. Ja. Nee. Aber in Amerika ist ja. Das ist irgendwie ganz anders. Interessant. Ich verlässt gerade die Technik. Ich hatte gestern extra Akkus getauscht. Da lag die Aufnahmetechnik zu lange im Auto, glaube ich. Ja. Aber noch sagt er uns nicht, dass wir die Batterien wechseln müssen. Das passt wunderbar. Ja, jetzt wissen wir ja schon, dass du da angekommen bist. Beim ersten Mal ausgelost worden. Mhm. Deine Crew hattest du dabei, wie sich das gehört für so einen 100 Meiler in den USA. Mhm. Musst du bei der Verpflegung auf irgendwas achten, wenn man da Burritos essen kann? Also ich kann viel essen, aber ich habe da gar keine, ich habe da nicht groß getestet irgendwie. Ich bin einfach, ich habe einfach mein Programm abgezogen, was ich sonst auch dabei habe, einfach meine Gels halt und hinten raus, klar, dann habe ich auch schon mal zu einer Melone gegriffen oder sowas, aber sonst die ganze Zeit wirklich flüssig Nahrung. Genau, also weil das vertrage ich am besten. Ne? Mhm. Also dann glaube ich nicht Gefahr, dass mir irgendwie schlecht wird oder. Ja, und die Energie fehlt nachher. Ja. Wie viel Gels verbraucht man auf 160 Kilometern? Boah, ich weiß gar nicht, wie viel ich da, ich weiß gar nicht, wie viel ich da hatte. Also waren schon einige nachher. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube so, ich glaube so 8, 9 waren es bestimmt und ich hatte dann noch, was hatte ich da noch zu mir genommen? Und Melone Kliffbar hatte ich ja, glaube ich, noch was. Mhm. Aber ich waren schon so 8, 9 Gels waren es bestimmt. Das war weniger, als ich gedacht habe. Ja. Ja. 8, 9. Ja, alle 2 Stunden. Vielleicht waren es auch 10, ich glaube. Aber mehr waren es nicht. Also das glaube ich nicht. Hinten raus habe ich dann auch wirklich dann auch Cola getrunken und was sie da alles hatten. Ne? Mhm. Ah ja, in den einen Verpflegungspunkt, wo meine Crew dann war, hatte ich, glaube ich, auch noch irgendeinen Energy-Drink zu mir genommen. Ich glaube Red Bull. Weißt du gar nicht mehr, ne? Ob das die Dose genommen und das ist ja auch das Schöne, wenn man Pacer hat und eine Crew, man muss sich nicht drum kümmern. Ne? Einfach. Ja. Man kann sich meistens darauf verlassen, dass man das bekommt, was man verdient. Ja. Das ist gut so. Nee, also so viel waren, also ich glaube 10 waren es und das ist aber auch schon eine Menge, finde ich. Also ja, ich laufe nicht mit Gels, deswegen fehlt mir so ein bisschen, bisschen der Vergleich. Aber ja.
Das hat schon ganz gut gepasst. Ja. Und erzähl mal so ein bisschen, vielleicht kannst du das so, vielleicht sind dir so Abschnitte in Erinnerung geblieben, die du so ein bisschen nacherzählen kannst. Von Start an, die ersten, was weiß ich, keine Ahnung, in was für Abschnitten rechnet man da vielleicht von VP zu VP? Also um die eigenen Ziele abzustecken? Ja, also Ziele, ich hatte tatsächlich erstmal, das erste Ziel war für mich anzukommen und dann mal zu schauen. Also ich wollte schon schnell sein, aber ich hatte mir keine große Zeit eigentlich gesetzt und ich hatte nur mir so ein paar Leute rausgesucht, an die ich mich ungefähr orientieren könnte. Hm. Und so alte Hasen halt und ein, zwei Frauen. Weil ich finde, gerade Frauen laufen halt wirklich sehr straight. Also die lassen sich nicht beeindrucken, gerade an den VPs oder wenn halt da Menschenansammlungen sind und wo der Mann dann neigt, den Hahn, den ja. Das kennt man ja, dann wird die Pace plötzlich Den muss ich noch kriegen. Ja, genau. Ja, genau. Nein, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich war dann vom Start weg, den ersten Berg geht's dann hoch in einer Frauengruppe und da waren halt noch zwei Veteranen dabei. Denen konnte ich aber näher nicht mehr so ganz folgen, weil die haben dann oben dann nochmal angezogen. Das war ja, also das waren natürlich Granaten, also Ian Sherman war das halt und, ich war dann in der Frauengruppe längere Zeit. Mit der Camila Ron halt auch, die hatte aber auch, man muss dazu sagen, auch Probleme näher bekommen, aber mit denen konnte ich dann halt ganz gut laufen, das war richtig schön. Und irgendwann lief es dann halt, also am Anfang war ich auch erstmal beeindruckt von dem Tempo, aber dann lief es halt auch, weil auch dann einfach das Gelände einfach, das hat einen auch nochmal gepusht. Ne? Hm. Gerade der Anfang ist halt recht schön, weil du da, man sieht halt gar nicht richtig den Trail, also ist halt steinig, sehr, als würde man querfeld einlaufen. In diesem Jahr oder im letzten Jahr halt war halt sehr viel Schnee da, dementsprechend war halt auch viel Schmelzwasser, man ist dann wirklich durch viele kleine Bäche gelaufen. Ja, bis dann halt der erste VP kam und da in dem VP war dann halt auch meine Crew. Es war nicht der, das ist glaube ich der dritte VP, aber das war halt so Kilometer 40, 50, da hatten wir auch dann ausgemacht, dass ich die Schuhe wechsle. Mhm. Das war so das erste Ding und da hatte ich so den ersten Tiefe, muss ich sagen. Das war halt bedingt, glaube ich, auch ich musste die Schuhe wechseln, musste mich hinsetzen, dann habe ich den Fehler gemacht, ich saß auf dem Boden, dann kam ich nicht hoch, dann hat es angefangen zu krampfen so ein bisschen und dann wurde es auch, danach wurde es aber dann was wärmer und dann konnte ich mich so ein bisschen wieder fangen, also und ich war dann auch direkt wieder in der Gruppe und so bis Kilometer 70, 80 lief es dann richtig gut und dann war ich halt, dann wusste ich für mich, vielleicht bin wieder drin im Rennen und dann lief es eigentlich wie von alleine. Also. Das war 70, 80 war dann auch so die Distanz, jetzt, die du kanntest, ja, so, ne? Genau, dann wurde es halt so, ich sag mal so, gebirgsmäßig, dann kamen immer so kleine Gegenanstiege hoch, runter, das war so, man konnte richtig schön cruisen dann halt. Mhm. Ne? Und das Wetter war halt auch optimal, also dazwischen sind natürlich diese zwei giftigen Anstiege beim Essence, die man kennt, Eldorado. Aber wo man den, wenn man den halt dann bezwungen hat, dann weiß man, also jetzt läuft noch, ne? Runter. Ja, so also in halb. Das fiel es halt wirklich so kurz vom Ziel nach No Hands Bridge. Das ist halt diese berühmte Brücke, ne, wo die dann auch abends beleuchtet ist. Mhm. Mit Rockmusik und diversen Düften, die dann ausgedünstet werden. Auch von verbotenen Zigaretten. Aber ist ja alles legal in Kalifornien. Nein, kurze Nacht geht es dann halt zum Stadion, wo das Ziel halt einen erwartet. Und es geht komischerweise da auch bergauf. Ne? Also das hat mich auch irritiert. Also ich habe gedacht, wieso liegt das Stadion an einem Hang? Ne? Und hatte da Gott sei Dank ja mal einen Pacer dabei und hab ihn dann angeschnaut. Nein, er hat das ganz gut. Das war ganz gut. Also ja. Wie ist das, wenn ich kurz einhake, wie ist das Laufen mit Pacer? Was ist für dich der Vorteil eines Pacers?
Also erstmal hinten raus, es wird wie gesagt dunkel, aber ich finde, der Pacer muss gar nicht unbedingt der schnellste, also nichts jetzt gegen Dalo Bernd, nein, das muss gerade hinten raus, weil viele denken immer, ja, du musst da, aber ne, das ist wichtig, dass die Chemie halt da funktioniert, dass da ist eher ein Freund gefragt, finde ich, weil ich habe da auch natürlich Phasen gehabt, wo ich dachte, Was soll der Scheiß hier? Und das hat der Bernd dann halt auch ganz gut gemacht. Er ist dann ruhig geblieben, hat dann immer versucht, ist dann vorgelaufen. Ich habe mich eigentlich aufgeregt, aber es war eigentlich ganz gut, weil dass ich nicht stehen bleibe halt. Ne? Was das Ganze dann noch schlimmer gemacht hätte irgendwie. Ja. Und er ist dann da wirklich sehr ruhig geblieben. Das belastet deine Freundschaft dann noch ein bisschen, ne? Ja, also manchmal, ich glaube, er wird dann nicht alles erzählen. Nein, aber hat er schon sehr gut gemacht und das hilft da sehr, ne? Mhm. Ja. Also eher so die mentale Komponente. Auf jeden Fall, ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau den Unterschied zwischen einem Pacer und einem Mule, also so einem Esel, ne? Ja. Also ist das auch erlaubt, dass er dein Gepäck trägt in dem Moment oder ist das so, ein anderer Modus? Ne? Das auch beim Messen eigentlich nicht erlaubt. Ja, okay. Das liest man ja zwischendurch auch immer wieder. Ja. Dann sieht man die Profis ohne Pack und der Pacer. Ja, also es wird manch, ich glaube, auch beim Western sehen die über das eine oder andere dann ein bisschen hinweg, weil da wurden auch Flaschen, das ist eigentlich ja nicht erlaubt. Ne? Mhm. Und aber gut, wenn man da mal ein Schlückchen aus der Flasche nimmt, aber im Großen und Ganzen habe ich da nichts gesehen, wie das da Gepäck getragen hat. Also die meisten hatten ja auch gar kein Gepäck. Die vorne sowieso nicht. Die hatten halt ihr Fläschchen dabei und das war's. Ja. Und 3-4 Gels. Okay. Ja. So schnell wäre ich auch mal gern, dass ich nichts brauche unterwegs. Ja. Naja. Also ich hatte meinen Rucksack, der aber halt komplett leer war eigentlich. Ich hatte nur vorne die Salomon-Flaschen drin und halt vorne Gels. Und zusätzlich hatte ich auch ein Handheld, also eine Flasche. Das war auch ganz gut. Also weil gerade in der Amis dann auch immer Eis reinfüllen und so als Kühlung war das schon nicht schlecht. Ja. Ich finde Handhelds, da habe ich so ein Zwiegeständnis. Ja, das ist praktisch, weil, also wenn ich schon was in der Hand habe, dann trinke ich öfter. Ja. Das kommt dazu. Genau. Aber du musst es halt schleppen. Genau. Das ist halt belastet und du hast keine Hand frei und mit Stöcken kannst du dann auch nicht laufen. Ja. Was jetzt beim Essen jetzt nicht so das Problem wäre, aber ich hatte da auch so meine Zweifel. Ich habe so ein paar Monate vorher hatte ich mir welche bestellt und am Anfang dachte ich, oh mein Gott, und die kriege ich gar nicht gehoben, ne? Mit meinen Pommes-Pika. Und beim Rennsteig hatte ich dann auch getestet und da habe ich tatsächlich dann eine Flasche dann liegen lassen bei Kilometer 50, weil mir das so auf den Sender ging. Ja. Aber am Western habe ich es dann doch durchgezogen, also weil aber dass da auch einfach Sinn macht mit der Hitze dann und der Distanz, also. Aber es ist schon, man sollte es, glaube ich, vorher trainieren. Ne? Ist doch, also wenn man dann 100 Kilometer oder mehr damit läuft, ist das schon mal so. Ein halbes Kilo mit sich mitschleppt und umstellen. Genau. Das ist schon anstrengend. Ja. Von Vorteil finde ich auch, auffüllen an den Verpflegungspunkten. Du hast sie eh schon in der Hand, du musst sie nicht rausfummeln. Das geht recht. Das ist eine große Öffnung, wenn du Flaschen hast, ne? Nicht wie die Softflaschen klein. Ja, ist ja zwiegespalten, mein Verhältnis zu diesen Dingern, ehrlich gesagt. Ja, die Amis gucken uns dafür an, die belächeln uns halt mit den Rucksäcken ständig. Ja, ne? Stimmt. Ja, die wollen leicht unterwegs sein und haben aber die Flaschen dabei. Was gar nicht leichter ist wie so ein Rucksack, aber okay. Ja. Ja, Thema Pacer. Bernd, hast du uns ja erzählt. Der Freund als aber der, klar, er muss schon ungefähr dein Tempo mithalten, ne? Logisch, klar. Es reicht mit Sicherheit auch einfach der Impuls, ne? Dass das einfach weiterläuft und du dir denkst, oh Mann, kann ich nicht stehen bleiben, der läuft weiter. Ja, das ist viel wert. Ja, wir haben, jetzt sagt er ja Low Battery, dann machen wir mal ganz kurz eine Pause. Genau. So, da sind wir wieder. Akku ist getauscht. Die Technik.
Schön, ja, dass du hier geblieben bist, Markus. Ja. Du hast am Anfang, ganz am Anfang des Gesprächs, ein paar Namen genannt, ja, so ein Ian Sherman, ja, Camille Heron. Das sind ja alles Läufer, die ja durchaus für ein Podium gut sind, ne? Also jeweils in ihrer, ja doch, ja, kann man einfach mal so sagen, ja, ne? Das sind schnelle Läufer. Ja. Hast du es geschafft, auch im weiteren Rennverlauf in deren Nähe zu bleiben? Ja, also in unmittelbarer Nähe, ne? Ich glaube, ich bin, glaube ich, zumindest hinten bei den Frauen dann noch dran geblieben. Nähe ist ja auch immer relativ bei 160 Kilometern. Ja, ja, also für ganz vorne hat es nicht gereicht. Ich bin, glaube ich, insgesamt ein 30. oder 30. geworden. Ja. Und da bin ich auch super happy mit. Also ganz vorne. Wer war das? Ein Läufer sagte da auch, man müsste den auch 2-3 Mal gelaufen sein, dass man die Strecke vielleicht auch nochmal kennt, dann wird es vielleicht nochmal besser, aber ich muss ganz ehrlich sein, also ganz vorne, das reicht dann. Dass man so ein bisschen Taktik aufbauen kann, ne? Weil genau, die ja, vorne laufen, auch, die kennen die Strecke schon. Ja, ja. Ja, das ist, das stimmt wohl. Am Anfang, ja, ist man vielleicht auch noch was verhalten. Dann geht vielleicht auch noch was, aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. Also das mhm, war schon in Ordnung. War schon in Ordnung. Da bist du sehr bescheiden. Wie viele Starter waren dieses Jahr? Letztes Jahr? Entschuldigung. Ja, ist ja schon eins weiter. Es waren, glaube ich, insgesamt 300 noch was. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, um die 300. Ja. Es werden ja, glaube ich, immer 260, 264 gezogen bei der Lotterie. Im Dezember war es ja wieder soweit. Diesmal habe ich kein Glück gehabt. Schade. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Gib nicht auf. Ja. Ja. Also in den Top 10%, kann man so sagen. Ja. Bei knapp 300 Startern, 31. Ja. Ja, passt halt. Ja. Das ist ganz gut. Ja. Ja, doch. Danke. Danke, sagt er. Und um das noch so ein bisschen zu toppen, ja, ich habe mir das mal rausgeschrieben, ne? Alltime, ja, bester Deutscher mit Gesamtrang 5, also in der Alltime-Wertung, bester Deutscher Gesamtrang 5, wobei das ein bisschen täuscht, die Statistik, weil die vier Läufer vor dir, das war genau ein Läufer. Ja, ja. Das, ja, war ein Bernd, ja, Leupold. Ja, ja. Genau, der vor dir, glaube ich, vier Ränge, vier Zeiten eingemeißelt hat, nach dir nochmal zwei und dann kommt der Florian Neuschwander. Mhm. Also teilt sich die Top Ten quasi, glaube ich, drei oder vier deutsche Läufer. Mhm. Also ne, drei oder vier Läufer teilen sich das. Ja. Und ja, 19 Stunden 33, 29 Minuten ist deine Zielzeit. Ja. Ja. Das ist ganz bescheiden. Ja. Das, ja, ist damit hast du natürlich auch dein Buckel. Ja, ne? Genau, ja, den silbernen. Den silbernen Danke, für, ja, die Sub 20, ja, ist das, glaube ich. Ne? Ja, genau, Sub 24. Sub 24, genau. Ja. Den, ansonsten dann Bronze dann halt bis 30 Stunden. Dann. Bis 30 Stunden. Ist auch so eine Eigenheit, die es hier in Deutschland erst seit ein paar Jahren gibt. Ne? Diese Ultra-Buckles. Stimmt, ja, ja, ja. Das wird jetzt kommt auch langsam. Finde ich gut, hatte ich auch mal vor, mir die beim Kölnfahrt einzusammeln, aber dann bin, ja, ich da nicht stimmt, gestartet. Der war, glaube ich, die waren ziemlich, ich will nicht sagen, die ersten mit Berlin, mit dem Mauerweglauf gibt es hier auch. Mhm. Und ich glaube, die beiden waren irgendwie so, zumindest hatte ich die auf dem Schirm, dass sie eine der ersten waren, die das warten. Ja, trägst du heute aber nicht, oder? Oder hast du die in der Vitrine? Nee, um Gottes Willen, nee, die Backe. Das Backe. Das Backe. Das hängt zu Hause. In der Vitrine, an, ja, der Wand. Ja. Genau, an der Wand. Da gibt es auch eine riesen Zeremonie, ne? Nach dem Western States. Genau, das war auch nochmal echt schön, wenn man dann die Top Ten der Frauen und die Top Ten der Männer dann nochmal ansieht und jeder Einzelne wird geehrt dann. Das war schon ganz cool. Ja. Und war auch wirklich proppevoll dann noch, das, ja, in Auburn. Das ist, glaube ich, eh so das, was ich so ein Gefühl habe, was die Szenen ein bisschen unterscheidet von den USA zu bei uns in Deutschland. Bei Siegerehrung hier sind, glaube ich, ganz selten wirklich die Zelte voll. Ne? Das ist irgendwie, habe ich zumindest so das Gefühl. Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Ich kenne ja nur halt eine amerikanische Veranstaltung. Ne? Und ist halt nicht groß, aber also das war schon beeindruckend. Also sind wirklich alle da gewesen. Halt, ne? Und ja,
Das mag sein, aber ich finde, so schlecht ist er hier auch nicht. Gut, ich muss sagen, ich wurde noch nie zu einer Siegerehrung eingeladen. Ja, das stimmt wohl. Ja, unter 20 Stunden für 160, 161 Kilometer. Hm. Das war dein erster 100 Meiler. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann gleich Western States, das ist gut. Wie sehen denn deine Pläne aus jetzt nach dem Western States? Also was willst du 2020? Ja, also ich werde jetzt den ersten Wettkampf im März, den Transgran Canaria laufen. Mhm. Freue ich mich schon drauf. Wie weit, wie hoch? Das ist auch ein 127 Kilometer, mhm, knapp, glaube 7.500 Höhenmeter. Im Juni Zugspitz Ultra Trail, den 100er, und im August den Chiemgau 100. Da findet halt auch noch nebenbei die deutsche Ultrameisterschaft, die Ultra Trail Meisterschaft statt. Mhm. Ja. Und da rechnest du dir Chancen aus? Um Gottes Willen, nein. Also ich wollte schon vorne mitlaufen, aber keine Ahnung, nein. Da gibt es noch ganz andere Herren. Die müssen aber auch erstmal starten. Das ist ja immer so die Sache, ne? Muss ja auch immer erst an den Terminkalender passen. Nee, aber da freue ich mich drauf und ja, das ist erstmal so. Und dann, was in der zweiten Jahreshälfte, mal schauen. Da bin ich noch nicht ganz so weit. Vielleicht Röntgenlauf, mal gucken. Mhm. Das war schon mal ein schönes Programm. Ja. Ich werde dieses Jahr keine Wettkämpfe laufen. Oh. Ja, ist. Bei mir ist ein Wettkampf nur ein langer Lauf mit vier Verpflegungspunkten außenrum. Deswegen kann ich das auch fast auch mal alleine machen. Ist einfach so. Man muss einfach wissen, was man kann und was man möchte. Ne? Also ist auch die Sache mit dem Trainieren. Alles gut, ja. Jörgel. Ja. Chiemgau 100. Da warst du letztes Jahr schon? Nein. Ne? Chiemgau war ich noch nicht. Ist das falsch im... Nee. Falsch im Kopf. Wie läuft's aktuell bei dir? Ja, im Moment ist es nicht ganz so gut. Ich bin dieses Jahr noch gar nicht gelaufen, aber ich bin guter Dinge, dass ich jetzt bald wieder anfangen kann. Also ich hatte eine kleine Verletzung und sieht aber ganz gut aus jetzt. Also ich bin frohen Mutes, dass ich nächste Woche wieder starten kann. Also zeichnet sich ein Muster ab. Zu letztem Jahr, was er anfangen ist. Genau, auch ist immer irgendwie, der Januar ist nicht mein Monat irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ja, dann bin ich mal gespannt. Oder drücke ich dir die Daumen, dass du wieder auf die Beine kommst. Ja, also, danke. Auf jeden Fall. Ne? Sieht gut aus. Ja, doch. Ja. Das ist schön. Möchtest du noch was erzählen? Puh, ich weiß ja nicht. Nee. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, den Marc nochmal. Wir sehen uns, mein Freundchen. Das ist schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, dass du vom entfernten Köln her gefahren bist nach Koblenz. Ja, das kann man ja verbinden mit Canyon. Stimmt. Fährst du auch Fahrrad? Nein. Ich versuch's, aber das ist mehr so... Ausgleich. Genau, Ausgleich. Ja. So hat das bei mir auch angefangen. Ja, nee, das bleibt auch dabei. Also ich bin da auch auf die Landstraße sowieso zu schissig dann. Deswegen habe ich so ein bisschen mal geliebäugelt dann mit so einem, wie heißen die Rennräder, die tollen hier? Gravelbikes. Genau, ja. Diese Gravelbikes, aber naja, mal schauen. Da warst du heute, hast du geschaut? Oder nee, ich habe es dann doch nicht geschafft, aber mal schauen, vielleicht... Versuch das mal, gibt's guten Kuchen im Café. Ja. Das ist immer ganz nett. Genau. Bei Canyon kann man schön gucken. Das ist das Einzige, was ich mir leisten kann. Der Kuchen. Ich bin hier nur zum Kuchen essen und Fahrräder schauen. Nein, alles gut. Fein, dann vielen Dank. Danke auch. Und danke. Drück ich dir die Daumen für die kommende Saison. Danke. Und vielen Dank und komm gut nach Hause. Jo. Ciao. Ciao.